Hallo, liebe Zuschauer. Mit diesem Lernpaket zu diesem weltbekannten Musikstück bin ich gerne auf einen mehrfach geäußerten Kundenwunsch eingegangen. Die Charmaine hat Mantovani weltbekannt gemacht und es war gar nicht so einfach, seine typischen Cascading Strings, also Springbrunnenstreicher, fürs Keyboard zu instrumentieren, dass sie authentisch klingen. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass ich bei der Schwierigkeitsstufe 1 und 2 angegeben habe. Und tatsächlich habe ich die MIDI-Files dieses Musikstücks so bearbeitet, dass sie Einsteigern und Fortgeschrittenen gerecht werden. Über der Notenzeile finden Sie die Akkorde so, wie sie im Originalsong gespielt werden. Bei besonders schwierigen Akkorden habe ich unter den Notenzeilen die zu spielenden Töne geschrieben. Und in eckiger Klammer finden Sie unter den Notenzeilen auch noch Akkordangaben für Einsteiger. So können Sie selbst entscheiden, ob Sie sich das Spielen so einfach wie möglich machen oder ob Sie lieber die fortgeschrittenen Akkorde spielen wollen. Da das Platzangebot nicht so groß ist, bitte ich zu verzeihen, wenn die Spielhinweise hin und wieder nicht genau an der Position im Takt stehen, wo sie befolgt werden sollten. Wollen Sie diese 8 Instrumentierungen auch für andere Musikstücke nutzen, um sie mit diesem typischen Mantovani-Sound zu spielen? Falls ja, können Sie mit Hilfe der Freeze-Taste den Style festfrieren und dann die 8 Registrierungen aufrufen. Im MIDI-File steht die Instrumentenabfolge des Originalsongs drin, mit 2 bewussten Abweichungen. Haben Sie es schon mal erlebt, dass bei Registrierungswechsel die Effekte, also DSPs, abrupt unterbrochen werden und wie unangenehm sich das anhören kann? Genau aus diesem Grund bin ich 2-mal von der Originalinstrumentierung abgewichen. Und deshalb spiele ich alle Töne vor einer Registrierungsumschaltung bewusst sehr kurz. Zusätzlich zu den 4 erforderlichen Instrumentierungen haben Sie noch 4 weitere zur Auswahl. Auf der Registrierung Nummer 1 finden Sie diese typischen einstimmigen Mantovani-Streicher. Auf Registrierung 2 bis 4 habe ich 3 verschiedene Streicherarrangements draufgelegt, alle 3 mit einem Harmonie-Effekt. Auf Registrierung 5, 6 und 7 finden Sie zunächst ein Soloinstrument, welches aber hier im Sound noch erweiterbar ist. Und auf Registrierung 8 hören Sie noch das Kornett im Orchesterarrangement. Thank you.
Sie können ganz kreativ sein und einfach selbst entscheiden, wann Ihnen welche Registrierung am besten gefällt. Wichtig ist nur, dass Sie mit der rechten Hand durchgehend einstimmig spielen. Das Originalstück von Mantovani ist durch seine feinen Tempoänderungen sehr dynamisch. Sie wissen selbst, beim Spiel mit Styles kann man das Tempo nicht derartig variieren. Wenn Sie aber trotzdem noch ein bisschen mehr Dynamik in Ihr Spiel bringen wollen, empfehle ich einen Fußschweller zu benutzen. Die Registrierungen sind bewusst so angelegt, dass Sie damit nur die Instrumente in der Lautstärke steuern, nicht aber den Style. Okay, sehen wir uns mal die Charmaine etwas genauer an. Registrierung 1. Mit dieser Instrumentierung spielen Sie die ersten 17 Takte. Originaltonart ist G-Dur, das heißt, als Vorzeichen haben wir nur ein Kreuz. Das dürfte auch für die Einsteiger zu bewältigen sein. Takt 35 bis 51 ist in B-Dur geschrieben, also 2B als Vorzeichen, und danach geht es dann so los wieder wie zu Beginn. Wer die fortgeschrittenen Akkorde spielt, stolpert immer wieder über Slash-Akkorde, also die mit dem Strich. Sie wissen ja schon aus meinen anderen Videos, hier einfach die zwei Zeichen vertauschen, die vor und hinter dem Strich stehen, und schon wissen Sie die beiden zu spielenden Töne. Viel mehr gibt es zu diesem langsamen Walzer nicht zu sagen. Alle wichtigen Hinweise finden Sie ja wie üblich in den MIDI-Files. Und nun wie immer ganz viel Spaß und Erfolg beim Üben und bis zum nächsten Mal. Tschüss!